Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 29 von Astroneer. Ja, ich habe den Wagen leergeräumt, wie man sieht da hinten. Und habe so ein paar Sachen hier verteilt. Habe hier die Dinger so ein bisschen her und geräumt. Und den Ofen habe ich einmal schon angemacht mit Zinkblender. Und da links sind noch Forschungsteile, da läuft ja auch schon eins. Das würde ich sagen, machen wir gleich mal weiter nach dem Intro. Gucken wir mal, was vielleicht an Forschung schon fertig ist oder was wir für Quests hinter uns haben. Ne? Bis gleich. So, Forschung läuft noch. Müssen wir gleich mal gucken, wie viel wir da Punkte haben. Das sehen wir aber auch hier. Und hier war doch auch der Punkt, wo wir Sachen abgeben können, wenn wir welche fertig haben. Zinkblende haben wir gemacht. Also Köder und Schaltung. Da können wir hier das Päppchen aufmachen und das abholen. Okay, das ist erledigt. So, jetzt ist hier noch das Dynamit, da sind wir immer noch am Forschen. Und hier war noch der Handelsplattform, um Ressourcen zu erhalten. Okay, seltsames Objekt. Platziere das seltsame Objekt auf der Oberfläche von Silber und aktiviere es. Das weiß ich noch gar nicht, wo das ist. Drucke einen Autoarm, speichere eine Ressource mit einem Autoarm. Kenne ich auch noch nicht. Zu unbekannten Teilen. Drucke kleine Shuttle, drucke, na, das ist noch weit weg wohl. Reden über Wolfram, veredle Wolfram zu Wolfram, Wolframit zu Wolfram, so. Augen auf Lithium. Okay, das kriege ich wohl auch nicht hier. Und das ist die Portalkammer, da muss ich noch gucken, dass ich das hinkriege, ne? Okay, das sind natürlich jetzt nicht so leichte Sachen. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, dass ich das Dynamit vielleicht hinkriege. Und warum jingelt das? Ah, da habe ich was gekriegt. Strange Object. Chronos Phalakt. Halten. Benutzen. Schicksal der Estriton. Bitte in sicherer Entfernung zur Startrampe platzieren. Erst aktiv. Okay, das heißt, ich muss das Ding nehmen und das irgendwo anders hinbringen, glaube. Sieht ja krass aus, das Teil. Ich weiß nicht, wo ich es hinbringen soll. Stand da jetzt, dass ich das irgendwo einbauen muss? Oder platzieren soll? Ich würde es jetzt hier mal irgendwo hinpacken. Und jetzt? Halten, benutzen. Erst aktivieren, wenn in das Geländer gebohrt. Wie soll ich das denn machen? Eine Idee? Kann ich jetzt F drücken? Nein. Schicksal der Estriton. Bitte in sicherer Entfernung zur Startrampe platzieren. Erst aktivierbar, wenn das Gelände gebohrt wird. Nicht aktivierbar, da Objekte das Areal blockiert. Nee, das wollte ich machen. Und dann wollte ich mal ein bisschen weglaufen. Machen wir gerade ein bisschen schneller. Keine Ahnung, da ist ein tiefes Loch. Ich würde es jetzt mal hier hin machen wollen. So, jetzt muss ich erst ins Gelände bohren. Ne, warte mal. Wo weg? Hier hin. So, und jetzt nehme ich das Ding da aus dem Rucksack. Und hoffe, das, was der jetzt wollte, kann ich dann machen. Ist das jetzt das Richtige? Erst aktiv, wenn das Gelände gebohrt wird. Ich habe keinen blassen Schimmer, aber Mordrak wird mir das bestimmt fragen können, oder? Ah, guck mal, da. Da saß das gerade richtig, ne? Okay. Wir brauchen Sauerstoff, aber ganz schnell.
Das war knapp. Am Ersticken waren wir da schon. So, jetzt nochmal das Ganze. Aber nicht da hinten, sondern hier. Hier, oh, hier ist doch eine schöne Stelle, oder? Jetzt gucken wir uns das nochmal an. Nee, irgendwie geht das nicht. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie es funktioniert. Das ist nicht gut. Ins Gelände gebohrt. Tja. Okay, dann würde ich sagen, müssen wir das erstmal hier irgendwo lagern. Ich habe keine Ahnung wo, aber ja, wir müssen mal schauen. Wo packen wir das hin? Gute Frage, ne? Gute Frage. Oh, guck mal, Forschung geht schon wieder hier. Kann man da auch Dreier reinstecken? Nee, ne? Nee, geht jetzt nicht. Schade, sah danach aus. Ja, weiß ich auch nicht, oder? Wir könnten mal gerade noch. Nee, hier war das nicht. Hier war das. Und zwar. Option, nee, wo war das hier? Ne, schneller Leitung. Ressourcen. Finde ich das hierbei? Argon, Wasserstoff, das sind alles Sachen, die nicht so aussehen. Nee, das sieht nicht danach aus, dass das es hier gibt. Ne. Gefahren. Das sind die Teile. Das sieht da auch nicht nach aus. Flora. Sorry. Hier sind die Planeten. Naja, da weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich finde jetzt Basisbau, Missionen, Anfertigung. Nee, da sehe ich jetzt nicht, wo ich da nachgucken könnte. Nee, da ist jetzt nichts, was ich sagen würde. Das ist jetzt das, wofür ich das weiß. Das muss der Mordrak mir mal sagen. Der weiß das. Oder der Dralo. Entschuldigung. So, das haben wir erstmal geklärt. Das läuft da. Das ist die Frage, was wir dann als nächstes machen. Wir müssen die Punkte einfach zusammenkriegen. Ne? Achso, habe ich gar nicht geguckt nach Forschungspunkte oder habe ich das getan? Konnte ich die hier sehen? Warte mal, das sind neue, oder? Ah ne, das sind schon abgeschlossene wahrscheinlich. Ja. Seltsames Objekt. Ah, das ist das Ding, das muss ich auf einem anderen Planeten, sonst geht das nicht. Alles klar, da weiß ich Bescheid. Aber da muss ich noch weit, weit fliegen wahrscheinlich. Bewaffne dich. Drucke einen Autoarm. Speichere den Ressource mit einem Autobahn. Große erweiterte Belohnung für erhöhte. Okay. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich einen Autoarm kriege dann, ne? Kriegen wir hier einen Autoarm? Schmelzofen, Erdzentrifugur, Forschungskammer, Exo-Auftragsplattform, große Plattform. Ne, da sind wir schon durch. Das ist ein kleiner Drucker. Nee, ich glaube, das hatten wir schon an alles. Der kann es auch nicht. Hier liegt noch was rum. Nehme ich mal mit, vielleicht können wir es ja noch gebrauchen. Und was kann er hier drucken? Wahrscheinlich auch kein Autoarm, ne? Der kann nur eine Unterkunft machen, mehr war da nicht. Dafür brauchen wir Silikon und Dingens, das war es auch nicht. Schade. Ja, da weiß ich jetzt auch nicht, wie ich den da drucken kann, ne? Im Rucksack wird der Autoarm bestimmt auch nicht gehen, oder?
Ne, sieht nicht danach aus. Aber vielleicht muss ich das erst erforschen, ne? Ah, komm, wir müssen erst zusehen, dass wir das Ding ins. Jetzt habe ich immer noch nicht geguckt, wie viele Forschungspunkte wir da haben. Warte mal, das war gar nicht da, das war hier. Okay, wir können das Dynamit machen, das ist wichtig. So, jetzt müssen wir das Dynamit nur finden. Rohranpassung Dynamit. Ist das Dynamit? Kann ich jetzt hier forschen? Erforscht Dynamit. Fertig. Hierhin Aufgabe abholen. Ach so, da kann man so durchscrollen und dann ist man wieder oben. So, jetzt habe ich dieses QR, ne, QTRTG Dingen. Keine Ahnung, wofür es gut ist, aber ich hab's. Irgendwas macht das. Langlebige Energiequelle, die keinen Treibstoffmagneten benötigt, erhält als Belohnung von Exodynamik oder seltenem Wracks gefunden. Okay, dann wissen wir das ja schon mal. Ne, hier wollte ich hin. Ah, okay, die Punkte sind jetzt natürlich fast alle. Kostet 2.500 mindestens. Okay, dann haben wir das schon geklärt. Jetzt müssen wir mal gucken, ob es hier was Neues gibt. Finde und sprenge einen Exokoffer. Ah, jetzt können wir Dynamit dann herstellen und dann können wir mit Dynamit was weitermachen. Okay. Ich glaube, die anderen Sachen. Okay, das ist auch neu, glaube ich. Und die Portalkammer aktivieren ist auch klar. Okay. Finde und sprenge einen Exokoffer. Das nehmen wir mal da oben hin. Jetzt müssen wir nur Dynamit herstellen, ne? Und dieses Teil hier produziert jetzt Strom. Und geht nicht dahin. Kann ich das jetzt hier einfach so hinstellen und dann kann ich das da anschließen und dann läuft das? Ich hoffe ja. Mir juckt es in der Nase irgendwie. Jetzt können wir hier wieder ein Forschungsteil reinstecken. Ja, ist halt so. Irgendwo jingelte das gerade. Ich weiß aber nicht, was da gerade gejingelt hat. Und die zweite, ah, die sitzt hier. Ist das jetzt voll oder was? Ich glaube ja, oder? Ich glaube, die Zentrifuge können wir laufen lassen, weil die voll ist, ne? Kann das sein? Quarz, Graphit, Ammonium, Gemisch, Harz. Ich glaube, wir Ammonium, das produzieren mal, weil ich glaube, das haben wir noch nicht gehabt. So läuft. Sehr gut. Okay, dann haben wir das schon geklärt. Okay, dann wollen wir mal schauen, wie wir weiterkommen. Weiß ich jetzt gerade nicht. Das Ammonium vielleicht, ja, ich weiß jetzt nicht so, was ein Exokoffer sollen wir jetzt finden und den sollen wir sprengen. Dafür müssen wir aber Dynamit herstellen. Keine Ahnung, wo wir Dynamit wieder herkriegen. Ey, das macht jetzt aber einen Krach. Und das Dynamit, können wir das drucken oder wie geht das? Da, tatsächlich. Was brauchen wir dafür? Sprengpulver. Wie kriege ich wiederum Sprengpulver? Gute Sache, oder? Ja. Kleiner Kanister. Dynamit braucht Sprengpulver. Das ist so ein komisches Zeichen da, was ich nicht kenne. Geht Sprengpulver hier? Scheine ich auch nicht. Nee, da ist es auch nicht. Kriegen wir es in unserem Rucksack selbst gedruckt? Ich glaube auch das nicht, oder? Oh, da, Dynamit.
F halten, Astropedia öffnen. Wie kriegen wir ein Sprengpulver? Wo ist es denn? Da. Zwei Kohlenstoff, ein Schwefel. Und ich habe keine Ahnung, wo wir Schwefel herkriegen. Wahrscheinlich nicht hier. Also Escape drücken. Aber Escape können wir dann nochmal drücken und dann können wir mal gerade gucken, weil das können wir ja schnell rausfinden, ne? Ressourcen. Das Ding war rot. Ne, Schwefel brauchen wir ja. Kohlenstoff war ja hier irgendwo aus dem Dingens herzustellen. Aluminium, Kupfer, Titan, oder? Da ist kein Schwefel bei. Da, Schwefel. Kalidor und Atrox, alles klar. Das bedeutet, irgendwie müssen wir wohl ziemlich zügig schauen, dass wir von diesem Planeten wegkommen, woanders hinkommen. Tja, und dann werden wir schauen, wie es weitergeht, ne? Ich würde mal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.